Die Fraueninsel im Chiemsee, das ist ein kleiner Ausflugstipp, den ich euch heute geben möchte, weil es sich aus meiner Sicht lohnt, da mal hinzufahren, die Insel sich anzugucken, auch die Herreninsel, die große. Aber wir wollen uns heute auf die Fraueninsel konzentrieren. Und für alle, die die Fraueninsel nicht kennen, die wissen auch gar nicht vielleicht, wo es ist, möchte ich ganz kurz erstmal zeigen, wie kommt man dahin, was muss man beachten, wenn man dort hinfährt. Und zwar, wir zeigen jetzt mal den Google Maps, und der Chiemsee liegt im Süden von Deutschland, und zwar genau hier unten dieser blaue Fleck zwischen München und Salzburg, direkt, fast direkt an der A8. Wenn man von Salzburg kommt auf der A8 und Richtung München fährt, fährt man auch vorbei und sieht ihn dann über längere Zeit mal auf der rechten Seite liegen, den Chiemsee. Ja, der Bayerische See fast schlechthin, das werden die Starnberger natürlich auch sagen, aber trotzdem, der Chiemsee ist ein wunderschöner See im Herzen von Bayern oder im Süden von Bayern. Und dort gibt es drei Inseln drauf, und das eine ist, das gehen wir jetzt mal hin, das eine ist die Herreninsel. Das zweite ist die Fraueninsel, und die heißt hier Krautinsel laut Google Maps. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Die Krautinsel ist aber nicht besuchbar so ganz normal, sondern normalerweise besucht man nur die Herreninsel und die Fraueninsel. Und ja, eine Insel sagt schon, wir müssen dort mit dem Schiff hinfahren. Aber wir fangen vielleicht erstmal so an, dass ich euch kurz zeige, wie ihr hinkommen könnt. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihr fahrt mit dem Auto hin, dann macht es sich sehr gut abzufahren an der A8, Abfahrt Bernau. Und dann kann man hier hinfahren nach Prien am Chiemsee. Dort kann man, fangen wir mal damit an, gibt es mehrere Parkplätze. Ich zeige jetzt mal auf dem Satellitenbild. Das sieht dann so aus. Hier gibt es einen großen Parkplatz und hier gibt es einen großen Parkplatz. Und ich kann sagen, ich war 2,5 Tage dort und habe 13,50 Euro bezahlt für das Parken dort. Was ich im Vergleich zu anderen Parkplätzen echt günstig finde. Liebe Chiemsee-Schifffahrt, erhöht deshalb jetzt nicht die Preise. Aber ich fand das jetzt relativ fair, und dort kann man halt super gut parken. Und das ist auch direkt neben der Abfahrt, neben den ganzen Abfahrtsstegen hin zu den Inseln. Und ja, eine weitere Möglichkeit ist, wenn man mit dem Auto kommt, man fährt nicht nach Prien am Chiemsee, sondern fährt noch ein Stückchen weiter nach Staat. Wenn man zur Fraueninsel möchte, dort gibt es auch Parkplätze, zeige ich euch mal. Die sind nicht ganz so groß, die Parkplätze. Wo sind sie nochmal? Hier gibt es welche, hier gibt es welche. Und hier oben gibt es auch noch welche, und dann kann man losfahren zur Fraueninsel. Hier ist der Schiffsanleger, Dort ist es so, dass die Fahrzeit von hier zur Fraueninsel 10 Minuten beträgt. Und wenn man von Prien am Chiemsee kommt, das ist ja hier, dann fährt das Schiff hier lang, und das braucht eine halbe Stunde. Aber zur Schifffahrt später gleich noch mehr. Wir machen mal weiter mit der Anreise. Also mit dem Auto Bernau am Chiemsee fährt man hier schön ab. Die A8 ist am Wochenende immer relativ voll, oder ist eigentlich sehr oft voll, aber geht ganz gut. Man braucht, sage ich mal, eine halbe, dreiviertel Stunde von München vom Autobahnring bis hierhin. Geht manchmal auch ein bisschen schneller, je nachdem, wie viel Verkehr natürlich dort ist. Eine weitere Möglichkeit ist, nach Prien am Chiemsee könnt ihr auch mit dem Zug fahren. Da gibt es hier im Ortszentrum einen DB-Bahnhof. Und ihr seht, es ist ungefähr ein reichlicher Kilometer bis anderthalb Kilometer bis zur Chiemsee-Schifffahrt. Und dafür gibt es zwei, drei Möglichkeiten, wie man da hinkommt. Die erste Möglichkeit ist, ihr lauft. Das ist ganz einfach, man läuft hier lang, und man ist dann hier, dauert etwa eine, ja, ich würde sagen, halbe Stunde gefühlt. Knapp halbe Stunde, je nachdem, aber macht sich ja manchmal nicht so schön mit dem Koffer. Und eine wirkliche romantische Möglichkeit ist, ihr fahrt mit der Dampflok. Thank you.
Und diese pendelt am Wochenende zwischen Bahnhof und Schiffsanlegestelle. Da gibt es so einen richtigen schönen nostalgischen Zug, den man fährt. Am Wochenende ab und zu mit Dampflok und in der Woche mit, ich glaube, Dieselloks. Möchte ich mich jetzt nicht genau festlegen, aber ich glaube, es ist ein Diesellok, kann ja nicht anders sein. Und das Ganze könnt ihr hier euch angucken. Und zwar seht ihr hier die Chiemseebahn. Wo habe ich sie gerade gesehen? Und Fahrpreise, Fahrpläne, Anreise. Finde ich gerade die Chiemseebahn nicht. Doch, wo ist sie? Rechts oben. Hier ist sie. Entschuldigt bitte. Ja, der Tim sagt mir gerade, wo sie ist. Fahrpläne. Und ihr seht bei der Chiemseebahn, die fährt... wo fährt sie denn? Wo haben wir sie denn? Hier haben wir sie doch. Jetzt. So. Also die fährt vom Prien Bahnhof 10.15 Uhr, 11.15 Uhr, 12.15 Uhr, 13.38 Uhr und zurück von Prien Stockhafen nach Prien Bahnhof auch fast stündlich und das Ganze täglich mit ein paar Einschränkungen. Natürlich, ihr seht hier manches auch nur am Wochenende und abends, aber das sind ja die letzteren Fahrten und früh ganzzeitig mal ein Bus. Das ist dann natürlich nicht, ja, das ist natürlich nicht das Gleiche, aber ihr kommt mit dieser schönen Bahn, mit dieser richtig nostalgischen Bahn, kommt ihr ganz, ganz, ganz schnell vom Bahnhof zum Hafen und die fährt hier, man sieht auch hier diese Linie, die fährt hier so schön lang und ist hier dann wunderbar da am Bahnhof angekommen. Und ihr seht die Bilder, es sieht wirklich richtig schön aus. So, dann seid ihr also entweder mit dem Auto angekommen oder mit dem Zug angekommen. Viel mehr fällt mir jetzt nicht ein. Die Anreise mit dem Fahrrad nach Bayern ist möglich, aber ist natürlich ein bisschen anstrengend. Gut, im Zeigen von E-Bikes geht es sicherlich auch. Da vielleicht schon mal ein Hinweis, man darf die Fahrräder mitnehmen auf die Insel. Aber ich bin jetzt gar nicht so sicher. Ich dachte, ich habe gelesen, dass man dort nicht fahren darf. Auf den Inseln. Das muss ich zugeben, jetzt habe ich mich wieder selber abgelenkt, aber egal, machen wir weiter. So, dann gibt es hier ein Gebäude, dort kann man Fahrkarten kaufen. Eine Fahrkarte zu den Inseln kostet, das können wir uns aber gleich nochmal gemeinsam angucken, und zwar geht das hier bei den Preisen los. Und zwar ist das hier unten 10,10 Euro, die Inseltour West, also von Prim, Staat und Bernau zur Herren- und Fraueninsel, hin und zurück 10 Euro und 10. Ja, für Kinder halt entsprechend günstiger, für Familien 27,70 für zwei Erwachsene und mindestens zwei Kinder lohnt sich das, sonst lohnt sich es glaube ich nicht, sonst kann man auch ein Einzelticket nehmen, was 5 Euro kostet. Ja, da gibt es auch noch andere Touren, die man machen kann, eine große Chiemsee-Tour und eine Insel-Tour Ost noch, aber wir sagen jetzt mal hier, also wir kommen von Prim, Stock oder Start an und wollen zur Fern- und Fraueninsel, kostet 10 Euro und 10. Wenn man länger bleibt, ich war, hatte das Glück, dass ich dort ein bisschen übernachten musste, dann kriegt man eine Fahrkarte, die man dann, wo man quasi die Hinfahrt fest eingetragen ist und die Rückfahrt muss man dann manuell an den Tag eintragen, wo man dann zurückfährt. Das heißt, das Datum ist dann festgelegt und dann kann man damit hin und zurück fahren. Wie gesagt, parken ist relativ günstig und ich finde 10,10 Euro für eine halbe Stunde Schiffsfahrt jeweils hin und jeweils zurück. Auch schön und man muss auch sagen, diese Schiffe sind recht gut gemacht. Jetzt in der derzeitigen Corona-Situation musste man, das ist übrigens wichtig für alle in Bayern, noch FFP2, ich weiß nicht, ob sich das jetzt inzwischen schon geändert hat, damals hätten die eigentlich mitgenommen, hätte man keine FFP2-Maske gehabt. Das ist jetzt Anfang August gewesen, wo ich dort war. Da wäre ich wirklich nicht mitgekommen, hätte ich keine FFP2-Maske aufgesetzt. Man muss doch die Maske aufsetzen auf dem Schiff. Vielleicht da auch zu den Fahrplänen mal. Da gibt es den verschiedenen Sommerfahrplan. Und ihr seht, wir sind mal, ich habe euch vorhin gesagt, Prim am Chiemsee. Wo haben wir es denn hier? Lololo, Herreninsel, ab Herreninsel, Frauensee. Ab Primstock, hier ist doch Primstock. So, da seht ihr hier 8 Uhr, 9 Uhr, 9 Uhr 20, 9 Uhr 40, 10 Uhr 11. Also hier fährt es den ganzen Tag. Was? Das Einzige ist, und hier sieht man es übrigens auch mal schön, die schematische Darstellung. Das heißt, ich habe hier den Hafen und dann geht es erst zur Herreninsel, dann zur Fraueninsel, dann nach Staat. So ist in der Regel die Tour. Das ist die sogenannte Inseltour West und dann kann man auch so wieder zurückfahren, beziehungsweise zurückfahren geht es von Start oftmals direkt zur Herreninsel und dann zurück. Das müsst ihr jeweils angucken, aber ihr seht hier, es gibt genügend Fahrmöglichkeiten und man muss nicht zu einer bestimmten Zeit da sein und um das zu genießen. Vielleicht noch eine persönliche Anmerkung. Ich war jetzt im August da war gerade schlechtes Wetter. Es ist wunderbar, es ist ruhig, es ist entspannt und die Schiffe waren schön leer. Und schlechtes Wetter heißt nicht unbedingt ganz schlechtes Wetter. Also man sollte schon gucken, dass es vielleicht nicht ganz Dauerregen ist. Aber der Chiemsee hat auch einen Dauerregen aus meiner Sicht etwas sehr viel zu bieten. So, dort angekommen auf der Insel, jetzt gehen wir mal wieder zu Google Maps.
Und wir haben die Anreise geklärt. Das eine ist die Herreninsel. Auf der bin ich noch gar nicht gewesen. Deshalb kann ich euch dafür auch gar nicht viel sagen, außer dass es einen schönen Biergarten gibt. Aber es gibt dort sicherlich noch viel, viel mehr. Gehen wir jetzt zur Fraueninsel. Und hier sieht man das Ganze mal ein bisschen so drauf, was es so alles gibt. Und ich mache mal jetzt die Darstellung mit den Links. Und das Größte ist, was dann ankommt. Meistens kommt man hier bei diesem Hauptsteg an, so nennt sich das. Es gibt noch einen weiteren Steg, den Nordsteg der Insel, der ist hier. Und da ist aber die Verbindung nur nach Start. Ansonsten kommt man hier beim Hauptsteg an. Und ihr seht eins schon vom Satellitenbild schon mal, das ist total klares Wasser. Und man kann dort auch baden gehen. Es gibt auch dort Badestellen und Ecken, wo man ins Wasser gehen kann auf der Insel. So, das Muchtigste, was man sofort sieht, ist die Abtei Frauenwörth, das Kloster. Da seht ihr auch ein paar Bilder. Leider kann man den Innenhof aktuell nicht besichtigen. Der ist nur für Seminargäste. Dort gibt es relativ viele Seminare. Das kann man einfach mal sich ergoogeln. Da gibt es Qigong-Seminare, da gibt es Yoga-Seminare, aber auch kreatives Schreiben und so weiter und so fort. Vielleicht verlinken wir es euch in der Videobeschreibung ganz einfach. Da könnt ihr mal hingucken und euch ein Seminar bestellen. Und dann kann man auch dort drinnen übernachten. Das geht aber wirklich nur in Verbindung mit Seminaren. Es ist sehr zu empfehlen, weil am Abend, sage ich jetzt schon, ist die Insel ruhig. Und ich möchte vielleicht auch jetzt an dieser Stelle sagen, Transparenz. Ich war im Zuge eines Auftrags dort, dass wir dort was gedreht haben. Aber wir kriegen für dieses Video hier keinerlei Geld. Das hat nichts mit diesem Video zu tun, wo ich euch einfach nur die Vorzüge dieser Insel erklären möchte. Also, das Kloster, da kann man aber hier wunderbar drumherum gehen und hier unten gibt es noch den Klosterwirt. Das sieht man jetzt hier nicht direkt, aber bei der Schiffsanlegestelle, da kann man, und es gibt einen Kiosk hier, das Stütz- und Sitzbank am Kiosk, aber hier ist der Klosterwirt und da kann man schön auch essen gehen und so weiter. So, was gibt es auf der Insel noch zu sehen, außer des Klosters? Es gibt hier einen, den Campanile. Das ist der freistehende Glockenturm. Der ist, jetzt muss ich ganz kurz mal selber gucken, der ist aus dem 12. Jahrhundert, wurde dann nochmal überarbeitet. Dann gibt es hier die Klosterkirche der Insel Münster. Der ist, wo ist es? Ist er nochmal? Der ist hier. Das sieht man jetzt mit dem Satellitenbild ein bisschen schlecht. Der ist hier direkt dahinter. Und da lohnt sich eine Besichtigung. Ihr seht auch die Bilder, die ich drinnen gemacht habe. Sehr, sehr schön, sehr, sehr ja, mystisch ist das falsche Wort dafür. Es ist ein heiliger Ort und man merkt das so ein bisschen an der Atmosphäre in diesem Kloster Münster. Und da gibt es dazu noch davor den Friedhof, den Inselfriedhof, und der ist auch sehr schön. Dazu gibt es dann noch die Torhalle, die gleich gegenüber ist. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, der älteste Hochbau Bayerns und der befindet sich auf dieser Insel. Und da seht ihr auch die Bilder jetzt gerade, die ich euch gemacht habe. Und das ist hier direkt da. Fritzis Biergarten habe ich jetzt gar nicht so gesehen, muss ich zugeben, jetzt so von Google Maps uns vorgeschlagen wird. Biergarten komme ich gleich noch dazu, wo ich das vielleicht noch ein bisschen was empfehlen kann. Auch, aber ohne, muss ich zugeben, ohne Gewähr, dass ich alles wirklich habe. Dann ist das Schöne, wir haben hier einen Rundweg rund um diese Insel. Der ist ungefähr 20 Minuten läuft man hier rundrum. Und ist dann wieder hier beim Hauptsteg. Also man kann hier eine Runde wirklich drumherum laufen. Und das ist sehr schön, wenn ihr dort übernachtet. Ich bin jeden Abend und jeden Morgen einmal diese Runde gegangen. Und es ist richtig mystisch. Man läuft die ganze Zeit am Wasser entlang. Und es ist wirklich, hat eine ganz besondere Atmosphäre. Und vor allen Dingen, wenn ihr übernachten solltet dort, dann ist es am Abend total ruhig, total schön entspannt. Und ja, ich kann es nur empfehlen, wirklich versucht euch dort eine Übernachtung noch zu organisieren. Es gibt auch hier, ihr seht auch das Gästehaus Neumeier und dann gibt es auch noch andere. Man kann auch bei Booking sogar Ferienwohnungen buchen. Kann ich euch nur raten. In der Mitte der Insel befindet sich ein Lindenheim und da sind zwei ganz alte Linden, die dort stehen, die Tassilo-Linde und die Marienlinde, die man dort so sieht. Die eine ist schon ganz schön ein bisschen angeschlagen, die andere steht noch relativ kräftig da. Da darf man auch nicht draufgehen, das ist extra abgesperrt, damit der Boden dort rundherum locker bleibt. Und es gibt sogar in der Mitte der Insel noch ein Fußballfeld hier, das seht ihr hier. Und was man auch noch sagen muss, es gibt ganz, ganz viele Inselfischer und dort gibt es Renken. Das ist dort der Inselfisch oder es ist der Fisch, den es dort gibt und den kann man wunderbar essen und man kann frischen Fisch fast rund um die Insel sehen. Hier haben wir beim Inselladen gibt es frischen Fisch, hier bei der Fischerei und dann gibt es noch hier beim Inselfischer im Biergarten. Also es gibt überall dort wunderbar frischen Fisch, der frisch gefangen ist und ich kann das nur empfehlen, ein Renken zu essen vom Chiemsee. Das ist ja
wirklich sehr, 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 sehr gut und schmeckt auch sehr, 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 sehr gut. So, was gibt es aus meiner Sicht noch zu sagen? Wie gesagt, ihr seht hier schon bei Google Maps schon einige Ferienhäuser und Ferienwohnungen angezeigt. Das kann man am besten bei Booking einfach mal nachgucken oder ruft selber dort an bei den Hotels. Mein Lieblingsbiergarten ist das Gasthaus Solinde. Das ist hier, hier sieht man es ein bisschen oben und da ist ein schöner Biergarten da drauf, wo man sich schön hinsetzen kann und wo man auch wirklich gemütlich sitzen kann. Und vielleicht noch ein praktischer Hinweis, wir sind ja der Kanal mit den praktischen Hinweisen. Wenn ihr hinkommt oder wenn ihr spät anreist, eine Sache, die immer vergessen wird, ist, ihr müsst irgendwo so gegen 18, aller spätestens nur 19 Uhr in einem Lokal sitzen, dort auf der Insel. Später gibt es nichts mehr zu essen. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr kommt spät auf die Insel, esst vorher was. Wenn ihr eine Ferienwohnung habt, ihr kriegt dann nichts mehr zu essen. Ganz, ganz klar und ganz, ganz Dings, ganz, ganz sicher. Und das selbst im Sommer in der Saison um 19 Uhr ist Schluss mit warmem Essen auf der Insel. Und das wirklich ausdrücklich mal hier als kleinen Tipp gesagt. Dann gibt es noch die Inselbrauerei, die ist sehr lecker, die ist hier, die hat auch ein bisschen Biergarten davor. Dann gibt es hier den Kaisergarten noch, das kenne ich auch, das sieht man immer ganz gut. Und ich muss zugeben, es gibt bestimmt noch ganz andere Sachen, die ich aber euch jetzt nicht vorstelle, weil ich nicht alles besuchen konnte. Deshalb, die anderen sind bitte nicht sauer. Einfach rumrum gehen, ihr seht dort immer ganz, ganz viele Sachen. Genauso bei den Fischern, da gibt es jede Menge zu sehen. Es gibt auch vielleicht noch zwei Sachen. Es gibt noch hier die Insel, eine Inselgalerie gibt es noch zu sehen. Und hier gibt es auch noch, hier unten ist, glaube ich, noch an dieser Stelle ist noch eine Keramikausstellung. Aber das weiß ich nicht, ob das das richtige Haus ist dort. Das muss ich jetzt zugeben. Einfach rumlaufen, das sehen. Und es gibt noch einen, weil hier steht, sehe ich es gerade noch, Tante Emma Laden. Und hier gibt es wirklich einen kleinen Inselladen, wo man alles so kriegt. Und es ist die einzige Einkaufsmöglichkeit auf der Insel. Wenn ihr dort zum Beispiel eine Ferienwohnung habt und euch was kaufen müsst, dann könnt ihr das dort machen. So, das war es aus meiner Sicht so grob für die Insel. Ich habe einen Rundgang gemacht rund um die Insel, früh um 7 Uhr. Da hat es noch nicht ganz die Sonne geschienen, aber den würde ich euch noch für hinten dran jetzt geben. Den machen wir mal ein bisschen in Zeitraffer, weil man läuft ja die Viertelstunde. Den schneiden wir euch mal so, dass es auf 3, 4 Minuten einfach zusammengeht, dass ihr mal seht, wie der Fußweg aussieht. Das ist jetzt kein sonniger Rundgang gewesen, weil wie gesagt, das war früh um 7, da war auch die Sonne noch nicht ganz so hoch und es war noch ein bisschen bedeckt. An den Tag wurde es noch später Sommer, aber das Problem ist ja auch immer wegen der Persönlichkeitsrechte, dass ich da nicht jemanden filmen möchte. Deshalb nehme ich diesen Rundgang, den ich da aufgenommen habe, einfach mal und damit entlasse ich euch auch heute aus diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wenn ich was vergessen habe oder wo jemand sagt, das müsste man auf der Insel auch sehen oder ein Bewohner oder ein Restaurant sagt, hey, du hast das und das vergessen, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Dann können wir das so ein bisschen ausbauen wie so einen kleinen Reiseführer. Und doch, ich habe noch was vergessen. Natürlich habe ich noch was vergessen. Und zwar ist es den Klosterladen. Der ist gleich bei der Schiffsanlegestelle hier. Und da kann man auch, das ist auch eine schöne Einkaufsmöglichkeit, um ein bisschen sich ein Andenken zu kaufen, was kirchliche Dinge zu kaufen, wie es halt in so einem üblichen Klosterladen üblich ist. Und es gibt sogar Honig von der Insel und auch Schnaps, wobei Schnaps nicht von der Insel ist, glaube ich. Aber auf jeden Fall den Klosterladen sollte man auch besuchen. Und ansonsten sage ich auch, dass das Spannende bei diesem Rundgang ist oder bei dieser Insel ist, dieses Ausbremsen durch den Schiffsverkehr dorthin, das ist halt irgendwie was ganz, ganz anderes, weil man wirklich plötzlich in einer anderen Welt ist. Deshalb mein persönlicher Tipp, besucht die Fraueninsel auf den Chiemsee und versucht euch dort eine Übernachtung zu finden, wo man vielleicht mal übernachten kann. Oder man nimmt an einem der Seminare teil, die im Kloster sind. Irgendwas in der Richtung, weil da könnt ihr die Insel ganz, ganz anders erleben als Tagestourist, was trotzdem schön ist, was man auch trotzdem machen kann. Aber der Abend, diese Einsamkeit dieser Insel, diese Ruhe, die ist wirklich zu empfehlen. Und damit sage ich Tschüss und gönne euch die Ruhe vom Rundgang um die Insel.